Da ich zum Beispiel Terra kann ich installieren. Dann tust du nicht über Gameport Schleiflauf. Ja, ich schätze mal, das Problem ist, dass dein Computer, du hast keine richtige Administrationsrechte. Doch, hab ich. Nee, anscheinend nicht. Das hatte ich für meinen alten Computer auch Zeit lang. Du hast da keine richtige, du hast da trotzdem irgendwie, das sind dann Fail-Administrationsrechte. Alter, wie viele Max-Einheiten haben wir denn hier? Das frage ich mich auch gerade. Ist du oder wie? Vor allem Zugriff hätte. Kann sein, dass das dein Antivirus-Programm ist. Habe ich schon ausprobiert. Und die Standardaussage Treiber Inkompatibilität. Was ist mit deinem Terra? Aber bei Terra, das funktioniert. Ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, bei Passage gemacht Dungeon Defenders. Dungeon Defenders, da war nur das, wie heißt das? Moment. Ich muss nachdenken, wie das hieß. Dieses, ich weiß nicht, wie es heißt. Dieses, was alle Spiele brauchen. DirectX irgendwas. DirectX 9. Das war installiert. Also genau die Version, die ich installieren wollte. Und das ging dann nicht. Und dann musste man irgendwie was downloaden. Was das so verarscht, als ob das schon installiert wäre. Das war es ja auch. Ich finde es doch schön, dass sie mich immer wieder wiederbelebt. Aber warum muss das zwischen den feindlichen Panzern sein? Glaube ich wohl auch mal so. Ja, aber wir haben keinen Spawn mehr da vorne. Doch, jetzt wieder. Wo denn? Da. Das ist deiner? Oh Mann, so ein. Nein, noch nicht. Also ich hole jetzt meinen. Ah, ich hab's mir schon einen Hit drin gedrückt. Hallo? Okay. Oh, wo fliege ich denn hin? Ey, geh bloß nicht in den Sandwater rein. Wenn du reingehst und das Geschütz gehst und du gehst dann wieder raus, fliegst du einmal über die Halse, ne? Der hat halbes Leben verloren, deswegen. Oh, das ist uns. Na, die Flamme. Hey, Panzer, bleib stehen, ich will dich hier. Ach, dann nicht. War nett. Stirb. Man müsste mal den Panzer irgendwie abhalten zu schießen, weil auf der Kuppe ist die ganze Zeit schießt. Ja, ich hab's gemerkt, bin um die Ecke gekommen, sind mir gerade so fünf Dinger entgegengeflogen. Okay, jetzt ist er kaputt. Das ist jetzt hier so erst richtiger Krieg wie im Ersten Weltkrieg. Wie Selemon ist. Was wollen wir? Bitte. Den brutalen Krieg! Hallo, gibt's hier mal einen Medic, der hier so ein Ding aufstellen kann? Oh, das ist eine Kapsel. Oh, das war ein Kollege. Ich kann gerade nicht auf die Fahrzeugdings dazu greifen. Warum muss man immer mal hinlatschen, immer zurücklatschen? Das geht immer noch. Und E drücken, ne? Ja, ich weiß. Was? Um den Boden also betreten. Will ich doch. Okay. Ja, und von hinten geht's, wenn ich auf die andere Seite des Geräts gehe. Was eine Logik. Ich habe mir jetzt ein Lightning geholt, das ist besser, so finde ich. Das ist am coolsten. Oh, Sackgasse. Wie viel Zeit hast du? Moment. 127. Du kannst ja was kaufen mit. Hä? Kannst du ja was mit kaufen? Nee, ich spar und dann irgendwann kaufe ich mir was. Gönne ich mir was Gutes. Gut, das kostet einen Keks. Kommt halt immer drauf an, was du anbietest. Ach, Corny, hab ich dir schon erzählt? Ja, du hast mir schon erzählt. Was denn? Ich bin gestern mit 250 PS Auto gefahren, Alter. Richtig geil. Wow. Junge, das hat Beef.
Was ich jetzt eigentlich gemacht habe, den Lightning einfach vorne reingefahren. Kann mir laufen. Ich weiß nicht, wie viel PS hier der Crawler hat. Aber das ist ja ein Panzer. Ach, ich wurde auch vorgestern fast überfahren. Oh, super. An der Arbeit, Alter. Gibt's morgen, gibt's eine Anzeige erstmal. Ich werde auch oft überfahren bei der Arbeit. du musst meinen Sunrob schützen. Welcher ist das? Ist das der hier? Das ist der, der Sunrob, ja. Ja. Der einzigste da. Den musst du, ja, den musst du mit deinem Leben beschützen. Wenn der Rakete kommt, spring davor. Versteckt. Ich bräuchte jetzt eigentlich einen Healer. Oder ich laufe dir einfach blöd nach. Ey, das war ein Kollege, ganz ruhig war noch. Ja, das ist super, aber ich hab keinen Gegner gefunden. Lauf rechts. Soll der Panzer von mir? Geh mal weg. Danke. V. Ihr könnt ruhig zu mir kommen, Panzer, ich könnte euch alle reparieren. Oh, das war ein Gegner, also ich finde, die müssten in Planetzeit... Pass auf, links neben mir. Ah, die müssten in Planetzeit eigentlich mal was einfügen, und zwar so Schützengräben. Das finde ich, müssten sie mal einfügen, dass man irgendwie in Schützengräben kämpfen kann, irgendwie so durch die Gelände sich kämpfen muss, wie Schützengräben. Dass da sonst so ein, zwei vorgegebene Wege sind. Dass man da auch zusammenarbeitet mit Rauch und nächsten halt Naht. Doch mal irgendwie einen Stellungskampf vorne, wirklich einen Stellungskampf zusammen machen. Oh, Mana, die Schütze überladen. Wir haben jetzt zwar den geschossen, haben sie jetzt zwar. Ja. Haben sie zwar Zwangskämpfe geschaffen, also Zwangswege geschaffen, zwar aber durch Emmerich. Ich finde, da könnten sie mehr machen. Man hat gerade so ein schönes Platz mit meinem Mana geschützt gehabt. Und hatte ich wieder Ärger mit Sniper. Sicker Shit, Bruder. MacRider Kings ist super. Genau, Leute, ihr müsst alle sterben und dann bei meinem Sandro ein neues Spawns gibt es. XP 28! Gibt das viel? Pro Dings 28 oder was? Naja, ich hab jetzt 6 krieg ich mit 28, 27% Boost. Killt mal den links da, Corny. Alter, der hat mich gerade dreimal erwischt, dieser Drecksack. Schießt der nächste auf mich, wollte ich mich verarschen. Ja, und was ich dir halt einen Tipp gebe, such dir eine Klasse aus, die du aktiv spielen willst. Ja, endlich. Dann rüstet dann auch die Klasse auf, wenn man nicht auf eine Waffe. Unterhalb an der Grenze von diesen Hügeln. Außer du spielst halt schwere Einheiten, dann brauchst du ein gutes LMG, darauf, was du halt willst. Aber nee, ich will deine Klasse aufrüsten. Rüstung, dass du mehr aushältst. Mehr Munition oder sonst irgendwas. Zum Beispiel bei deinem Ingenieur die Reparaturpistole, dass die mehr repariert und schneller. Oder ich upgrade einfach das Mana geschützt. Ne, das will ich nicht. Da kriege ich Maria aber auch die viele Kills mit. Wegen. Du musst halt selber wissen, worauf du Wert legst. So, Ammo hingelegt. Das kannst du zum Beispiel auch upgraden. My friend. Größer. My friend, ich krieg die ganze Zeit 13 durch Dings. Ja, und irgendwann kriegst du gar nichts mehr. Coole LP. Zeit gestartet. Der ich hab grad zwei weggenutzt. Zwei Spione weggenutzt. Ich hab noch nie aus der ist. Ah doch. Zeit lang. Jetzt kommt er aber nicht mehr. Ja, der hatte doch mal. Aber der hatte keine LPs gemacht, irgendwie sowas, ne? Ja, da hab ich schon mal geguckt und ja, nichts gefunden. Nimmst du eigentlich noch auf? Ja. So, okay, wusste ich nicht. Irgendwie sterben zu wenig Leute. Von den Gegnern. Nee, von den Terranern. Entweder gibt es zu viele Medics oder sterben zu wenig. Da schießt du doch rum. Ah, irgendwann geht ja nicht mehr. Was? Irgendwann geht nicht mehr.
Ich verstehe es nicht. Es sind drei Leute da. Ich kann es aber trotzdem umschießen. Drei Leute. Ich bin der Einzige, der immer von den Spionen weggeholt wird. Immer ich. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Das müsst ihr euch angucken. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult zurück und guckt euch nochmal an. Richtig epic. Epic Move vom Pro-Player. Pro-Player Corny, der Zentur. Eigentlich müsste ich Healer spielen, der hinterher rennt. Healer. Was war das? What war das? Ah, wieso geht der nur auf mich, Alter? Geh doch mal weg. Der kriegt gerade ein Sandra. Ich bin tot. Und nicht Sandra. Ja, da habe ich ihn aber beschädigt. Nicht? Okay. Dann ist er nicht so weit gekommen. Ich würde mal gerne wissen, was die Warnung hier versuchen, weil irgendwie schaffen die es ja nicht sehr weit. Wieso hielt dein Sandra nicht? Ja, der hielt nicht. Der ist ja Full Life. Ich hab kein Full Life. Der soll mich healen. Hab ich jetzt einen Hirnbug oder warum labert der so kann Scheiße? Kann ich nicht healen, nur so. Vorhin der eine Dings hat mich auch geheilt. Der hat mich nebengestellt und dann wurde ich geheilt, ja. Ja, da wurde, hat ein Medic dich geheilt. Medic hat auch hier eine Aura-Heilung. Genau. Was weiß ich, ich bin noch neu. Sandra kann ich auf keinen Fall heilen. Nur Fahrzeuge. Oh, der repariert. Kann Ammo laden. Kann noch nicht mal sonst. Kann noch nicht mal eine Max anhalten. Das finde ich ja immer noch bescheuert. Warum das nicht geht. Ich fahre die scheiß Möhre mal weg hier. Jetzt spielt Full Elf die Cruise. Ach genau, das war ja der Garry's Boot von heute. Hallo. Ich kann auch spielen. Ist auch witzig. Hat den Mann hier rangefahren. Ach, war upgraden. Das wäre auch mal nicht. Ja. Lese, mach doch mal ein Let's Play. Denn. Ey, der Kanal, der braucht Videos, der braucht Content. Welcher Content denn? Wow. Genau. Kann Far Cry 3 machen, zum Beispiel auf Ultra. Oder. Hab Far Cry 3 noch nicht mal. Dann kaufst du. Beziehungsweise lass runter. Ach, ich hab's! Ich hab das ja auf der CSC, stimmt ja. Huch. Warum hast du das auf der CSC? Ich hab das ja. Warum? So ein Test oder was? Was die Grafikkarte leistet? Nein. Da hab ich mir, als ich 18 Mod bin, an dem Tag, wo ich 18 Mod bin, ja ab 18 Spielkarte. Und als ich ins GameStop drin kam, gab's da dann die Far Cry Edition mit alle Far Cry Spiele. Für 10 Euro oder so, das waren. Die geholt, weil die extrem billig war und ich wollte sowieso Far Cry jetzt nochmal haben. Hab man es einfach nicht gehabt. Mein Sandra braucht Reparatur. Ja, ich weiß. Ja, es ist scheiße hier zu kämpfen. Open Field mit der Proton PPI. Pff, die machen Dauerfeuer, du stirbst einfach am Splash damit. So scheiße. Und die greifen auch nicht an. Irgendwie, aber man merkt doch mit der Zeit, es werden weniger Leute. Ist ja immer noch unter der Woche, auch wenn es Ferien sind. Man soll es nicht glauben, es gibt Leute, die schaffen müssen. Nicht so wie ich. Ich bin jetzt hin. Ach, was ist mit weg? Meinem Sandra los? Okay. Ach so, ich sehe einfach nicht mehr ab hier.